Heute geht es um eine Collabo, bei der ich nicht wusste, dass wir sie unbedingt brauchen. Und zwar geht es um Baby Metal mit Electric Callboy. Wenn du also auf Partymusik und gute Laune stehst, dann bist du genau hier richtig. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was du zu dieser Single sagst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Das ist jetzt wirklich eine Collabo, wo ich mir denke, wir wussten nicht, dass wir sie brauchen. Ich bin mega gespannt und zwar geht es jetzt um Baby Metal gemeinsam mit Electric Callboy. Ich muss sagen, erstmal zu Baby Metal, ne, sehr, sehr geile Band, kam ja auch 2 Reactions schon auf diesem Kanal, ne. Ich finde die Damen super, die machen richtig gute Musik, richtig gute Laune und Electric Callboy ist jetzt das erste Video tatsächlich auf diesem Kanal. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mag Electric Callboy sehr. Ich finde, die machen so einen geilen, ja, einfach so eine geile Musik, einfach so gute Partymucke, gute Laune. Und ja, ich finde, beide Bands sind auf jeden Fall ihrem Hype gerecht. Electric Callboy, die sind für mich einfach die größten Genies in Sachen Marketing und so weiter. Also die allein die ganzen Videos, ne, hier Technotrain, Hyper Hyper, We Got The Moves, das sind alles wirklich, die sind alle Weltklasse. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf den Song Ratatata, nee, Ratatata, ja, Ratatata. Ich würde sagen, wir gehen rein, let's go. Every night when the sky turns red up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know that hips don't lie, leave you hypnotized. Just give me one more shot and make you feel that vibe. When you go, das ist so geil. Direkt so richtig, richtig schön disco-mäßig. Ja, und allein das Video schon wieder, ne? Hier mit diesen Disco-Kugel-Helmen. Es ist. Ach, es fängt sehr gut an. Ich kann es jetzt schon sagen, ich liebe diesen Song. Wir müssen da auf jeden Fall jetzt mal wieder ein bisschen reinhören, weil ich jetzt allzu viel nicht dazu sagen konnte, weil ich es einfach gerade sehr genossen habe. Aber alleine, wie die da schon reinkam, dann mit diesem Ratatatatata, ne, das war wieder so richtig typisch Electric Callboy, so dieser typische Electric Callboy-Rhythmus. Aber wir reden jetzt einfach gleich mal direkt darüber. Das alleine schon, ne? So, du hast auf einmal, ich habe es ja schon öfter in Reactions gesagt, ne? Ich stelle mir teilweise ja wirklich Songs vor, wie das halt live sein wird, ne? Und da denke ich mir einfach so, guck mal, du hast am Anfang, das ist ja auch wie bei We Got The Moves, so ein Bild ab, ne? Dieses Intro und danach knallt es erst so richtig rein und dann sehe ich schon die ganze Crowd so am Mithüpfen und ratatatatata und alle am Feiern und das ist so geil. Ich will wirklich unbedingt mal auf eine Show von denen, weil die ganzen Videos, die ich halt so sehe, denke ich mir so, boah, das muss echt eine richtig, richtig geile Erfahrung sein. Und das ist jetzt richtig gut. Und das jetzt auch zum Beispiel. Dann hast du so ein bisschen so diesen, ja, halt, da kommen halt Baby Metal. Und ich finde, so wie das jetzt gerade so geklungen hat, war es halt so ein bisschen so wie so eine Pop-Hymne. Aber halt auch irgendwie so ein bisschen so in diese Richtung 90er. Da, wo halt diese Popmusik für mich persönlich halt noch
gut war. So. Oder halt so diese, ne, diese Disco-Musik, ne? Ach, aber das klingt halt wieder so gut. Und ich finde, die passen so gut zusammen irgendwie. Das klingt einfach sehr, sehr fett. Oh, die ist gut. Oh mein Gott, wartet. Wartet bitte kurz. A few moments later. So, ich war nämlich jetzt letzten Samstag auf einer Hochzeit kellnern und da gab es ein kleines Gastgeschenk. Und ich gehöre jetzt zu Baby Metal. Ich bin jetzt offiziell Mitglied der Band. Und auch wirklich, also wenn ich schon so sehe, wie die halt auch alleine schon gucken, denkst du dir so, boah, ich hab Bock einfach mit denen mitzufeiern. So, das sind wirklich solche sympathischen Menschen, oh mein Gott. Das ist auch so, ich finde auch dieser Refrain, ne, das ist einfach so, der könnte auch von Nico gesungen werden, ne, also jetzt vom Clean-Sänger von Electric Callboy. Ja, das ist halt einfach wirklich so ein typischer Electric Callboy-Refrain, aber der klingt halt auch einfach durch Baby Metal auch nochmal so gut und ich finde den echt. Ey, ich liebe diesen Song. Ich liebe diese Jungs, ich liebe diese Mädels. Es ist, wow, Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Oh, das ist sowas, mag ich auch. Oh, auch jetzt hier im Hintergrund, ne, du hast diese, das ist so ein bisschen wie diese Melodie von What is Love von Hathaway. Dies di 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 di. Das ist, glaube ich, auch wirklich so dieser ähnliche, ja, einfach dieser ähnliche Sound. Geil. Es ist so geil. Ach, das ist so gut. Also alleine hier nochmal. Ich möchte nochmal zurückgehen in diese Duettphase. Das war halt auch ganz cool. Das war halt wieder so ein bisschen so diese etwas, so ein ruhigerer Part. Und erstmal singt halt Nico dieses Here for the Moment, Here for the Pain oder so. Und dann singt nochmal sie. Ich habe leider den Namen nicht im Kopf, wie sie nochmal heißt. Und das finde ich halt einfach so cool. Ich mag das auch im Generellen, entweder, dass man halt einen Part wiederholt, indem man dann beispielsweise jetzt zwei verschiedene Sänger hat. Ne? Also, ne, jetzt wie hier. Aber teilweise ist auch so, dass Bands das so haben, dass die zum Beispiel erstmal ja so sehr tief anfangen zu singen und danach singen die erst nochmal höher. Ne? Und das finde ich einfach geil. Das ist einfach richtig, richtig gut gemacht.
Das ist so eine geile Party. Ich finde auch, der Refrain hat für mich so einen leichten Vibe von der Platte von Electric Callboy. Früher hießen die ja noch anders, ne? Und zwar die Bury Me in Vegas. Ich finde, dieser Refrain würde auch sehr gut auf diese Platte passen. Aber es ist auch wieder so eine Melodie, das ist wieder für mich so ein richtiger Ohrwurm. Ich habe die ganze Zeit so jetzt diese Melodie schon im Kopf und ich weiß gleich, wenn ich Fußball gucken werde, werde ich die ganze Zeit vor mich hin lallen, so. Das ist geil. Geil, auch dieses so wird das gespielt und dann wird das halt auch noch nachgesungen, finde ich sehr, sehr geil. Nee, aber richtig, richtig geiles Single. So, ich möchte jetzt aber alles hier nicht mehr so grün sehen. So, deswegen ziehen wir die jetzt nochmal aus. So, ey, aber wirklich, ich muss sagen, was für eine geile Single, was für eine geile Kollabo. Also wirklich, ich habe damals diesen Trailer, nicht den Trailer gesehen, ich habe nur gesehen, dass die beiden gemeinsam, also die beiden Bands jetzt gemeinsam eine Single machen. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, wie geil, wie geil. Electric Callboy und Baby Metal zusammen. Beides Bands, die einfach extrem gute Laune verbreiten, extrem gute Songs haben und die dann gemeinsam auf einem Track, mehr brauche ich nicht. Ich meine, einige wissen das ja von euch, ich bin ja sehr großer Fan so von 80er, 90er, ne, Musik, die halt vor allem halt im Dingens gespielt wird, ne, so in Diskotheken, auf Partys. Und das ist halt einfach das Geile, so dieses Elektronische, was Electric Callboy hat einfach mit sich bringt. Das ist halt einfach nicht so dieses, sag ich mal, so in Richtung Dubstep oder so richtig so, wir gehen jetzt richtig nach vorne, sondern das ist richtig so eine, so Elektro, ey, wir machen jetzt einfach Party und wir haben jetzt alle eine richtig gute Zeit und es ist einfach richtig gut gemacht. Also wirklich dieses, ne, so dieser Mix einfach von Electric Callboy und Baby Metal kombiniert ist einfach so perfekt. Einfach richtig gute Laune verbreitet und ich liebe es. Ich liebe es, wirklich. Ich liebe diesen Song.